Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Das ist das erste Video von unserer neuen Espresso-Reihe. Wissen rund um Krisenbewältigung. Und als erstes Thema habe ich mir überlegt, weil das betrifft uns alle oder die meisten, diese schlaflosen Nächte. Liegst im Bett, willst schlafen, bist auch hundemüde. Und was passiert? Die kommen alle angerannt, die Gedanken. Die reihen sich richtig aneinander und blockieren uns komplett, einschlafen zu können. Und ich möchte dir gerne eine Möglichkeit vorstellen, die richtig, richtig gut ist. Und zwar, dich auf deinen Körper zu beziehen. Und es funktioniert wirklich. Ich mache das lange schon. Und ich weiß es auch von anderen, dass die da super Erfahrungen mitmachen. Und zwar, wenn du dich ins Bett legst und schön eingekuschelt bist, hundemüde bist und die Gedanken kommen, dann versuche, dich auf deinen Körper zu fokussieren. Das heißt, dass du deine Körperatmung erstmal wahrnimmst. Wie atme ich denn? Was macht mein Bauch, wenn ich ein- und ausatme? Was macht mein Brustkorb? Du kannst dann auch ruhig deine Hand auf deinen, hier oben auf deinen Brustkorb legen, die andere vielleicht auf deinen Bauch oder auch nur eine. Und es geht darum, dich wirklich zu spüren und deine Bewegung in deinem Körper, die der Brustkorb macht und die auch dein Bauch macht, wirklich selber wahrzunehmen. Also Augen zu, atmen. Und bei dieser Wahrnehmung auch wirklich den Gedanken mitzuschicken, Brustkorb hebt sich, Bauch wird dicker. Hier geht's hoch, hier geht's raus. Die Luft strömt durch meinen Mund oder durch die Nase. Und das ganz bewusst wirklich ein paar Minuten machen. Und wenn du merkst, dass deine Gedanken wieder zu dem alten Muster gehen, also dass dieser Gedankenbrei wieder entsteht, dann versuch dich wieder selber zu besinnen auf deine Atmung und auf deine Hände und das, was du in deinen Handflächen wahrnimmst. Der größte Knackpunkt bei der Sache ist nämlich, dass wenn Menschen sehr viel im Kopf sind und so dieser Gedankenbrei, diese Hirnwichserei, sagt man auch, wenn die so ganz stark vorhanden ist, besonders nachts, dann kann das ein deutliches Indiz dafür sein, dass jemand zu wenig oder gar nicht im Körper ist. Also sich sozusagen fast ein bisschen von dem Körper abgespalten hat oder zumindest einen verbauten Zugang hat. Und dann übernimmt sozusagen das Gehirn die Funktion, da ständig in Aktion zu sein, weil das Gehirn will Lösung. Ne? Also es strebt immer an, eine Lösung zu finden für irgendein Thema. Und dabei greift es auf die Vergangenheit zurück. Wie haben wir in der Vergangenheit so Krisen, schwierige Situationen bewältigt? Da war doch was, Schublade, zieh auf, die Lösung. Und das Gehirn greift also ständig zurück in unser Archiv. Und wenn du versuchst, wenn du das trainierst, so ein bisschen mehr im Körper zu sein, das heißt, dich auf deinen Körper zu fokussieren und was dein Körper macht. Und bei der Atmung bewegt er sich, und zwar unterschiedlich, also unterschiedlich zwischen, oder der Unterschied ist zwischen Brustkorb und Bauch alleine schon. Und manchmal atmen wir mit geöffnetem Mund und manchmal mit geschlossenem Mund, auch je nachdem, wie die Luft im Raum ist. Und sich darauf immer zurückzubesinnen, sobald du merkst, du schweifst wieder ab zu diesen Problemthemen, zu diesen Gedankenschleifen, wieder zurück. Halt, meine Hand liegt hier. Wenn du zwischendurch die beiden Hände auch mal wegmachst und sie dann wieder rauflegst, ist es auch wieder neu. Du nimmst dich wieder neu wahr. Und wenn du das immer wieder trainierst, dann kriegst du einen stärkeren Bezug zu dir selber und es hilft dir ungemein beim Einschlafen. Habe ich als sehr wertvoll kennengelernt schon vor einer Weile und die Menschen, die es ausprobieren, sind da auch sehr begeistert von.
Und aus meiner Sicht bringt es mehr, als aufzustehen und die Gedanken alle aufzuschreiben, weil wir sind ja müde. Wir sind ja kaputt, wir wollen gar nicht aufstehen. Also da ist schon so ein Widerwillen, ne? Ich will jetzt nicht das Licht anmachen und einen Stift suchen und meine Gedanken notieren. Ich will einfach schlafen. Und ja, ich lade dich ein, das mal auszuprobieren. Es ist wirklich, wirklich hilfreich. Okay. Ja, bis zum nächsten Espresso. Ich freue mich auf dich.